Ihr Lieben, ich melde mich mal aus dem Wald. Habe ich mein Rad jetzt abgeschlossen? Ja, da habe ich mein Rad abgestellt gerade. Ich melde mich jetzt mit einer ruhigen Stimme, weil ich es jetzt vermag, bei euch melden und es der Umstände entsprechend bin ich nun jetzt für mich gezwungen, weil ich keinen anderen Weg sehe, wieder einen Aufruf zu machen. Mir zu helfen. Ich bitte euch, mir zu helfen, über den Monat zu kommen. Ist ja alles bekannt bei mir, was passiert. Ansonsten verweise ich auf die ganzen, ich weiß gar nicht, 7 letzten Streams auf meinem Kanal. Ich habe mein Gepäck zu tragen. Also sowohl wahrhaftig als auch ja, in mir drin. Und ja, ich weiß gar nicht so, wie ich das jetzt mache. Ich mache das intuitiv wie immer. Lass das fließen. Und ich habe mich jetzt hier im Wald eingefunden und hoffe, hier jetzt die richtigen Worte zu finden. Krass war der Baum laut für mich. Das war schön. Hier ist so die Fliegenpilzecke. Noch habe ich keinen gesehen. Ja, also jetzt gerade im Moment habe ich mich so weit gefangen und bin hier auch im Wald, um Heilung aufzusuchen und einen klaren Kopf. Hatte gerade eine Pause, ein bisschen außerhalb des Waldes, aber direkt dran. Ah, ein Hexenpilzkreis. Spannend. Ja, ich möchte gar nicht so viel rumschwafeln. Ich benenne die Dinge, wie sie sind. Ich brauche dringend Hilfe. Es steht unter meinen Videos. Also die Situation hat sich wieder verschärft, dauerhaft, bis sich die Situation ändert. Ich denke, es ist offenkundig, was los ist. Ich habe hier alles geteilt. Mehr kann ein Mensch einfach schon fast gar nicht mehr teilen. Und das, was ich nicht teile, soll Menschen beschützen, die ansonsten in was reingezogen werden, was vermeidbar ist. Und ja, alles, was so aus mir rausplatzt, bin ich natürlich nicht glücklich. Aber ich habe gelernt, dazu zu stehen. Das hat was mit Charme zu tun. Und ja, jetzt wurde ich quasi dazu gezwungen, weil es aus mir rausgeplatzt ist, weil ich das nicht mehr... Ich kann die Dinge, ich kann auch die Menschen nicht mehr schützen, die nicht mehr beschützt werden wollen. Ich habe euch trotzdem tragend in meinem Herzen und hoffe, dass auf irgendeine Art und Weise ein Miteinander irgendwann mal hier raus entstehen kann. Weil ich kann die Last für euch nicht mehr mittragen. Alles, was ich verlange, ist Eigenverantwortung. Und daher, ja, und für alle, die mich nicht in Ruhe lassen können, ich stehe für eure Spielchen nicht mehr zur Verfügung. Nochmal wiederholt, bitte helft mir, alles was dazu nötig ist. Ich habe mich hier lange noch oft genug demütigen lassen müssen durch diese Aufrufe und mir so viel Hass reinziehen dürfen, der mich richtig getroffen hat. Man kann es über meine Livestreams auch noch nachvollziehen, sehr unterirdisch. Ich habe viele Screenshots gemacht und ich hoffe, es lässt sich vermeiden, dass ich damit zum Anwalt laufen muss. Nichts liegt mir ferner. Das ist nicht meine Welt. Aber so die Umstände zwingen mich jetzt dazu. Ich war zu gutmütig. Meine Grenzen aufzeigen war nicht deutlich genug. Und nach meinen ganzen Nahtoderfahrungen, alles, was ich erleben musste, geht es jetzt nicht mehr anders. Ne, also alle Seelen, die ich da verletzt habe, ich bitte um Verzeihung. Ich bin in Liebe unterwegs, immer so gut ich das kann. Dennoch bin ich ein Mensch und ich bin schwer posttraumatisch belastet. Nach wie vor arbeite mich daraus. Das kann man auf meinen Kanälen verfolgen, was ich da treibe. Ich habe ja 3 Kanäle, findet ihr alles hier drunter. Und ja, das ist am Ende bin ich gezwungen, das jetzt zu tun. Ich muss das heute tun, weil Richtung Wochenende wird schon gefährlich für mich. Also übers Wochenende gefährlich auf der Ebene seelisch. Ich kann nicht noch mehr Leid. Es reicht. Es reicht. Und ich tue jetzt das und ich lasse mich weiterführen und vertraue, dass die Wahrheit länger lebt als die Lüge.
Also alle, die ich irgendwie verletzt habe, um da nochmal deutlich zu sagen, ich bitte euch um Verzeihung und um Verständnis für meine Situation. Ja, und ich hoffe und versuche jetzt, nee, Hoffnung will ich loslassen. Ich übe mich im Vertrauen, dass man mir hilft. Da sind Menschen im Hintergrund, die wirken gerade für mich. Ich selber musste postalisch auch einiges raushauen in der Situation, wo ich am Boden lag, mit zitternder Handschrift. Und ich habe ein Elefantengedächtnis und ich hatte zum Glück die Chance, endlich mal Gedanken aus meinem Kopf rauszukriegen. All das, was mit den traumatischen Erlebnissen zusammenhängt. Es geht um so viel. Ich möchte niemandem was Böses. Ich möchte das nochmal ausdrücklich sagen. Für mich ist das, was dann da rauskommt, in dem Moment Notwehr und ich weiß mir nicht mehr anders zu helfen. Ich bin aus dem Gesundheitssystem rausgeflogen. Es gibt Sachen, die würde ich gerne in Angriff nehmen, wie auch hier mein Zahnwerk. Ich habe nur noch hier vorne eine Stelle, wo ich kauen kann. Das war's. Ich kann nicht zum Zahnarzt gehen, wenn die Stelle hier dann irgendwann ein Zahn hier irgendwo ausfällt. War's das. Dann kann ich Breinahrung zu mir nehmen. Und ich hätte gerne eine Anbindung, wo ich zum Arzt gehen kann, wo ich mir das leisten kann, wo die grundsätzlichen Sachen für mein Leben abgedeckt sind. Das würde ich mir wünschen. Und dass man mir dabei hilft. Und jetzt im Moment wird mir einfach organisatorisch, bürokratisch nicht geholfen, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann nicht hinter die Kulissen gucken, ja, aber das, was ich erlebe und im Gelebten, ja, dann habe das, jetzt falle ich aus. Jetzt kriege ich hier eine Hand drüber, zu viel für meine Seele. Das ist ein wunderbarer Effekt des Körpers. Wenn zu viel ist, kommt der Schutz. Ich habe keinen Zugriff mehr. Faden ist weg. Also ich habe ADHS, aber das ist anders. Das ist ein Schutz des Körpers. Ich bin unfassbar dankbar dafür. Danke. Es soll nicht mehr sein. Was hält mich auf den Beinen? Willenskraft, Mutter Natur. Ich gehe jeden Tag in die Natur. Ich setze mich jeden Tag in die Sonne, sofern meine Füße mich bis dahin tragen. Ich bin mit meinem Rad unterwegs und suche schöne Orte auf und versuche mich mit Erde und Himmel zu verbinden, mit Sonne und Mond und zu vertrauen, dass alles gut wird. Bisher alles Leid ist vermeidbar. Das, was ich jetzt gerade in meinem Herzen fühle, mein Herz hat voll einen mitgekriegt diese Woche. Es ist wirklich ein anatomischer Schmerz. Und gleichzeitig noch ein Seeleninfarkt. Davon hatte ich zwei diese Woche. Ach, noch viel mehr, wenn ich ganzen Livestreams und die Mobber und die Leute, die gaslighten und so. Ich umarme euch auch in Liebe und ich weiß, dass ihr Gutes in euch tragt und das, was gerade läuft, immer so ein Programm ist in einem. Das hat mit Trauma zu tun, mit unverarbeiteten Dingen. Und wir schaukeln uns so hoch in der Gesellschaft. Ich wünsche mir so sehr, dass das endet. Diese Spaltpilze, ich bin so ein feinfühliger Mensch, das ist kaum noch auszuhalten manchmal. Auf anderer Ebene komme ich, sofern ich Erholung und Ruhe habe, sehr gut mit allen Umständen zurecht. Allerdings Traumata-Verarbeitung läuft halt noch über medizinisches Cannabis. Das ist nicht günstig, kostet richtig viel Geld im Monat. Und ich habe letztes Jahr schon mal den Punkt erreicht, wo ich das nicht mehr brauchte. Und genau da arbeite ich mich hin. Ich bin da nicht glücklich mit, dass ich darauf angewiesen bin. Auf gewisse Art und Weise schon. Anscheinend hat die Natur mit mir gemeckert. Das hat auch schöne Seiten an sich. Es ist was Chilliges, was Gemeinschaftliches. Also ich habe da damals meine Sozialphobie mit durchbrochen. Das war so schön. Das ist nochmal eine Geschichte für sich. Ich kann nicht mehr halten. Ich habe keine Kräfte. Also mit Kräften, körperlichen Kräften bin ich am Limit. Wirklich am Limit. Es gibt Menschen, die für mich wirken wollen. Ich hoffe, ich darf das erleben. Es geht gut aus für alle. Und ja, auch jeden bösen Spruch oder sonst was, es liegt nicht in meiner Absicht. Das ist meine Symptomatik. Und meine Seele hat einfach zu viel durchgemacht und schreit. Und ich denke, dass ganz viele Dinge schiefgelaufen sind. Ich habe größtes Verständnis für vielerlei Umstände. In all den Bedingungen, in denen wir leben, sollten wir menschlich aufeinander absolut Rücksicht nehmen und aufhören, aufeinander rumzukloppen. Und dazu gehört auch Ignoranz. Ignoranz ist ein scharfes Schwert. Und das hat mich durchbohrt. Und ich ziehe es nach wie vor raus. Das ist ein Sinnbild.
Ich erde mich jetzt noch mit Pachamama. Ich bin am Limit, ich kann nicht mehr. Ich werde das Video jetzt heute oder morgen veröffentlichen und hoffe, dass ihr mir da draußen helft. Und dass das bald aufhört und ich beim Amt so aufgehangen bin, dass ich das hier nicht mehr tun muss. Das ist mein allergrößter Wunsch. Denn was ich hier an Mobbing, Gaslighting abkriege, ist menschlich kaum noch auszuhalten. Gleichzeitig gehe ich in Liebe und Transformation, aber ich darf die ganzen Verletzungen wegarbeiten. Ich bin nicht glücklich, hier diese Aufrufe zu machen, nach wie vor nicht. Mehr gibt es nicht zu sagen. Also meine Lieben, alle, die mich nicht ganz so verstehen und meine komische Art manchmal nicht kapieren oder Misstrauen zu mir haben, ich komme aus dem autistischen Spektrum, ich habe dafür keine Diagnose. Ich habe allerdings einen Schwerbehindertenausweis und den habe ich für meine Symptomatik, ganz egal, welche Krankheit benannt wird. Und das wurde immer wieder kommuniziert, immer wieder. Es ist komplex, es ist schwierig. Ich meine ADHS, posttraumatische Belastungsstörung, Angststörung. Diese ganzen Sachen habe ich: Diagnosen, Depressionen, schwere Depressionen, in der Vergangenheit suizidale Phasen. Nochmal dazu gesagt, ich bin stabil. Ich tue mir nichts an, aber es gibt ein paar Sachen, die ich in mir geklärt habe für die Zukunft. Ich weiß einfach nicht, ob ich diesen Cypher überlebe. Ohne Hilfe schaffe ich es nicht. Ich brauche die Menschheitsfamilie, so ist es. Wir gehören alle zusammen, wir sitzen alle im selben Boot. Und ich finde, Husum ist so eine schöne Stadt. Ich darf hier so schöne Orte aufsuchen und es bedarf einfach ein gegenseitiges Rücksicht nehmen, kommunizieren, ans Herz fassen. Ich denke, alles, was wir Traumatisches die Jahre erlebt haben, verstopft unsere Herzen. Und dadurch, dass wir verstopft sind mit unseren eigenen Themen, es ist alles so komplex und schwierig. Wir müssen aufhören, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ich hüte mich da immer vor. Aber wenn ich in meinem Schmerzkörper bin, meine Seele schreit. Das erlebt ihr mit. Ich möchte niemanden verletzen. Also ich bitte da nochmal von Herzen aus um Verzeihung für jeden, den ich verletzt habe. Jeglichen Menschen, der mir begegnet ist, in meinen Chats privat, mit dem ich zu tun habe. Es ist so viel, was auf mir lastet, um das aus mir rauszukriegen. Diese Videos helfen mir dabei. Gleichzeitig hilft mir es tatsächlich auch beim Verarbeiten, aber es ist nicht so meine Absicht. Ich gehe dem intuitiv nach, ich lasse mich führen. Und ich vertraue, dass alles gut wird. Gottes Wege sind unergründlich. Ich hoffe, ihr könnt akzeptieren, dass es für mich Gott gibt. Wenn auch nicht in Person, sondern allumfassend in uns drin, in allem Außen, genauso wie Mutter Erde. Also das ist Garten Eden, der kann sich so schön und glücklich anfühlen. Jeden, der da offen für ist. Ich habe auf diesem Kanal und auf meinem anderen Kanal den Weg gezeigt, wie man sich selber heilt und glücklich wird. Aber wir brauchen gemeinsamen Raum dafür. Ich muss mich dagegen so eine Energie entgegenstellen mit meinem Licht, die riesengroß und hasserfüllt ist. So. Und wir haben so viele Sachen in uns tragen, auch gesellschaftlich, die wir gemeinsam auflösen können, wenn wir erstmal erkennen, hey, das sind alte Sachen. Wofür habe ich denn Schuldgefühle? Wovor habe ich Angst? Diese ganzen Sachen, da kann ich helfen. Ich bin viele Jahre erfahren. Schuldgefühle der Deutschen. Ich wünschte, ich könnte sie euch nehmen. Das sind so Altlasten, die uns zu Sachen führen, die nichts mehr mit Vernunft zu tun haben. Deswegen Angst, Schuldgefühle, Scham, da lässt sich was machen. Mit klarem Herzen lebt es sich viel besser. Und wir könnten hier alle in diesem schönen, an diesem schönen Ort könnten wir alle glücklich sein. Wir haben alles, was wir brauchen. Es ist alles da. Wir brauchen die Geschenke nur einsammeln. Ich packe mich immer an der eigenen Nase. Ich sage immer, wir sitzen alle im selben Boot. Wir sind wir. Wir sind alle miteinander verbunden, ob wir wollen oder nicht. Und die ganzen letzten Jahre zeigen das. Und ich hoffe, dass das bald alle begreifen und wir aufeinander zugehen. Weil ich halte es hier kaum noch aus. Meine Seele, morgen, die hat die Schnauze voll von Leid. Und ich hoffe, dass ich das bald bessern darf. Krass, ich habe so Rückenschmerzen. Ich hätte auch den Rucksack abstellen können. Nee, das sind so Sachen, wo ich nicht dran denke. Ansonsten möchte ich euch einladen, für jeden, denen es nicht gut geht, vielleicht auch in meinen anderen Videos da irgendwie mal rumzustolzieren, stolzieren nicht, ein bisschen den Titeln folgen.
Da ich versuche, die Dinge mal so auszudrücken, wie sie sind, aber Titel schreiben ist nicht meins. Und ich halte nichts von Clickbait. Ich mag diesen Scheiß nicht. Sorry. Und wollte mich da immer von fernhalten und nicht in irgendeine Falle tappen. Aber wir sind geprägt durch das, was uns umgibt. Und das ist so schwierig, Titel zu schreiben. Ich mag das überhaupt nicht. Aber es wird ab und zu mal besser. Dann habe ich Glück und ich treffe das, was ich im Kern dadurch lebe und was das Video und Atmosphäre letztendlich fördert, was der Kern, die Essenz, das ist, das in einen Videotitel zu packen, eine Sprache in paar hundert Buchstaben, das packe ich nicht. Und ich benenne die Dinge so, wie sie sind. Schaut man zum Beispiel hier Wald und so, ich habe schöne atmosphärische Videos gemacht, auch jetzt zuletzt vor ein paar Tagen, der Waldschrat. Das war voll schön, das tat richtig gut. Hier tut das jetzt gerade auch voll gut. Ich fühle mich verbunden, auch wenn ich gerade das Thema habe. Mein Herz blutet und das muss ich jetzt heilen. Und es braucht seine Zeit. Ich hoffe, man gibt mir die Zeit und man unterstützt mich, man hilft mir. Es wird Zeit, dass das Ganze ein Ende hat. Dass es endlich alles aufhört. Ich kann die Last anderer Menschen nicht mehr tragen. Und ich verpfeife keinen. Ich beschütze euch alle. Da braucht gar nichts. Wir können das alles regeln, aber wir müssen das lösen. Ich kann nicht die Last tragen und vor allen Dingen nicht die finanziellen Konsequenzen dafür, dass Menschen mit mir was gemacht haben, was nicht okay war. Ich kann das finanzieren. Ich kann hier nicht immer betteln. Das sind die Folgen dessen, was mit mir passiert ist, mit anderen Menschen. Und da sind Kosten für mich entstanden, die ich tragen musste, weil die andere Seite hat viel Scheiß und Scherben in meinem Leben hinterlassen. So, ich meine das nicht böse. Es ist einfach, wie soll ich denn mit diesen ganzen Sachen zurechtkommen? Wie soll das sonst gehen? Ich habe mein Selbst gefunden. Ich bin ehrlich. Es gibt genug Sachen, die ich von mir auch nicht erzählt habe, die auch noch mit Scham zu tun haben. Aber wenn die raus müssen, ich stehe dazu. Das ist alles okay. Wir sind Menschen. Ich hoffe, das können wir Menschen alle bald mal wieder. Und Leute, mit den Tieren können wir sprechen. Die Natursprache habe ich schon kennengelernt. Ich habe schon viel gezeigt. Andere können das auch. Es gibt viele tolle Menschen da draußen, die Kernessenz dessen, was uns ausmacht, fördern, unterstützen und anstecken wollen. Alle Lichter da draußen, allen Schutzengeln, vielen Dank. Bitte helft mir wirklich, bitte helft mir. Ich vertraue, was auch immer passiert. Ich gebe mein Bestes, da durchzukommen. Und für euch da draußen auch alles Gute für alles, was ansteht, dass ihr da euch gut durchnavigiert. Und ich kann Mutter Natur und wie auch immer ihr für euch das Göttliche begreift, als Quelle, als das, was ihr wahrnehmt, geht auf eure eigenen Erfahrungen, das, was ihr für euch da rausgeholt habt, damit verbinden, ins Vertrauen gehen. Die Pläne, die wir alle so machen, die gehen alle nicht so in Erfüllung. Deswegen Intuition ist angesagt, Liebe, Erdung, Vernunft. Lass uns unser Gehirn benutzen, um dahin zu kommen. Und unser Herz. Und ja, Mutter Erde hilft uns zu heilen. Wasser heilt. Ich zeige das, wie man sich heilt, die ganze Zeit schon. Und diese Wege von Ärzteschienen und so, die haben mich immer krank gemacht. Ich kann das nicht. Ich bin nicht wie ihr. Ich kann diesen Weg nicht mehr gehen. Es hat mich so krank gemacht. Menschen verstehen das nicht, wie man tickt. Und das ist so destruktiv, kontraproduktiv, die ganze Zeit über Krankheiten zu reden, Formulare über Krankheiten auszufüllen und irgendwas in diese Richtung auf Papier zu bringen. Weil ich will mich damit nicht identifizieren. Das macht mich krank. Ich möchte das nicht mehr. Und das habe ich schon lange erkannt. Und ich habe den Heilweg erkannt, nämlich davon wegzukommen. Das sind alles Gedankengefängnisse. Wenn man sich Sachen sagt, dann fühlt man sich auch so. Ich habe das und das, dann fühle ich mich so. Ich habe diese Diagnosen. Ich möchte mich damit nicht identifizieren. Ich hab rausgefunden, ich bin voll in Ordnung. Ich bin hier drin, ganz bei mir selbst. Ob es laut wird, ob es leise wird. Ab und zu verkopft und so Phasen. Für mich, aus meiner Sicht, schlage ich mich mehr als gut für das, was ich mitbringe in diesen Zeiten. Und dann habe ich mir auch noch den Weg der kompletten Heilung ausgesucht. Ich war dem Tode so nahe, dass ich mich an Gott gewandt habe. Und ich habe viele Fragen gestellt, alle Antworten gekriegt.
Und für mich soll das irgendwie passieren für die vollständige Heilung. Das war die Antwort. Ich werde vollständig geheilt. Alles passiert, dass ich vollständig geheilt würde. Und wenn das für mich gilt, gilt das für euch alle auch. Alles passiert für uns. Alles. Das ist alles in einem göttlichen Sinne, in einem göttlichen Zusammenhang. Darauf vertraue ich. Egal wie hart, ist mal kämpferisch mäßig. Aber für mich zählt das Herz. Ich möchte gerne Ruhe haben, Frieden, wie wir alle. Wir haben alle schwere Kreuze zu tragen, aber es gibt einfach ein paar Menschen, die kriegen noch mal oben was drauf. Da gehöre ich zu. Jeder hat ein besonderes Schicksal und wir, das löst sich nur, wenn wir unsere Schicksale würdigen und anders miteinander umgehen. Ich liebe euch alle, auch jene, die vielleicht jetzt immer noch böse auf mich sind oder mir Böses wollen oder so. Ich liebe euch auch. Ich liebe alle. Bis in alle Ewigkeit. Wir sind Ewigkeit. Oh, wir können gar nicht sterben. Den Tod, das ist eine Illusion. Ich habe es gesehen. Nahtoderfahrungen haben mir alle gereicht. Ich brauche keine mehr. Mir reicht's. Gibt es auch so alles die Antworten und den Heilweg? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich hoffe, ich darf mein Herz weiter heilen.